Moin allerseits, ich bin Sven und heute möchte ich mal wieder mit euch was in Anführungsstrichen basteln. Ich glaube, der gute alte Löffel ist so der am häufigsten geschnitzte Gegenstand auf ganz YouTube und jeder Bushcrafter hat mindestens schon ein Löffelvideo und wie schnitze ich einfach einen Löffel gemacht. Ich glaube auch vor ein oder zwei oder drei Jahren, weiß der Teufel, habe ich euch auch mal eine Variante gezeigt, wie man sich super leicht und super simpel einen Löffel machen kann, ohne jetzt mit Schälmesser und irgendwie stundenlange Arbeit, sondern, oh scheiße, ich habe meinen Löffel vergessen, so, und in 5 Minuten schnitze ich mir einfach einen Löffel. So, 5 Minuten können aber auch lang sein und ich habe einfach keine Lust auf ein Löffelvideo, sondern ich möchte mit euch Alternativen schnitzen und ich möchte euch Alternativen zeigen, nämlich 3 an der Zahl, die ihr super simpel und noch schneller als jeden Löffel machen könnt und ja, was einfach saupraktisch ist und vor allem funktioniert. Und das ist ja letztendlich das, wo es drauf ankommt. Also zieht eure Handschuhe an, holt euch euer Messerchen. So, und jetzt wird geschnitzt. Nummer 1 der super einfachen Alternativen ist der stinknormale Spatel. Den habt ihr 0,nix fertig geschnitzt, weil ja, da müsst ihr nichts zu machen, ihr könnt einen Griff machen, aber noch nicht mal das müsstet ihr. Ihr könntet euch sogar hier diesen kompletten Griff sparen. Ich habe das jetzt einfach ein paar, ne? Das ist so schnell gemacht, dass ihr hier einen Griff habt, damit es angenehmer zu greifen ist. Ihr könntet aber die Breite einfach lassen und das Einzige, was ich halt gemacht habe, ne? Diese Seite schön flach machen, zack, einfach runter. So, dass ihr hier einfach einen schönen stinknormalen Spatel habt, wo ihr nicht nur gut drin mitkochen könnt. Denn hiermit könnt ihr natürlich euer Bratgut super umrühren und so weiter und so fort. Ihr könnt damit natürlich genauso essen, weil es letztendlich genau wie ein Löffel funktioniert, ohne dass ihr diese Mulde drin habt. Deswegen ist er so ein bisschen breiter. Ne? Einfach schön draufladen, ab in die Schnut. Und gut ist, ist in 0,nix gemacht, ist praktisch, funktioniert genauso gut wie ein Löffel und ist halt Nummer 1 der Alternativen zu einem Löffel. Ist noch das, was dem Löffel am nächsten kommt, aber halt ja, deswegen auch die erste Alternative dazu. Aber das ist nicht die einzige Alternative, sondern ja, man kann sich in 0,nix eine noch leichtere und noch simplere Variante machen. Und zwar der Spieß, nicht vom Bund, sondern aus Holz. Super simpel gemacht, das ist in Sekunden zusammengeschnitzt. Ihr seht, einfach ein Stückchen Holz, eine Seite spitz machen. Und ganz ehrlich, ihr könnt damit euer Essen aufpieken, eure Nudeln, was auch immer. Natürlich könnt ihr damit keine Suppen löffeln. Das sollte euch klar sein. Das brauche ich euch, glaube ich, nicht erzählen. Aber nichtsdestotrotz ist so ein Spieß eine super Alternative zu ganz vielen oder für ganz viele Mahlzeiten, wo man halt einfach die Sachen aufpicken kann. Und wenn ihr da die Sachen nicht aufpicken könnt, dann macht euch einen Spatel oder macht euch einen Löffel. Das ist aber einfach nur eine weitere Alternative, die ihr nutzen könnt und die einfach super schnell und super simpel ist. Habe ich auch erst vor kurzem wieder, ich hatte keine Lust, mit einem Löffel zu machen. Ich hatte Tortellini mit einer Soße. Und damit kann man eben umrühren, gar kein Thema. Und ich konnte mir schön das Essen oder Gulasch habe ich damit auch gemacht, auch einfach aufpicken. Und gut ist, man kann super essen. Es ist wirklich überhaupt gar keine Mühe. Ihr müsst nicht extra ja, einen Löffel schnitzen und aushöhlen und so weiter und so fort. Sondern ihr habt in wenigen Sekunden ja, was ihr halt einfach nutzen könnt, um damit euer Essen zu essen. So, deswegen, wie gesagt, 3 ganz einfache Alternativen zu dem Löffel. Die letzte Alternative, die erfordert ein bisschen mehr Fingerfertigkeit. Aber da kommen wir gleich drauf. Wer wie ich gerne asiatisch isst, der wird sowieso schon häufiger mit denen in Berührung gekommen sein. Und ja, da brauche ich jetzt auch nicht, bei keinem davon brauche ich euch zu zeigen, wie man das schnitzt. Es geht mir hier darum, dass ich euch die Idee vermittle und dass ihr es einfach mal ausprobiert. Und Stäbchen, ganz ehrlich, sind super praktisch. So, die habt ihr in 0,nix, habt ihr die geschnitzt und ja, oftmals braucht ihr gar nicht groß schnitzen. Wenn ihr irgendwo ein paar gerade Ästchen habt, dann entfernt die Rinde, macht euch vielleicht so eine Ecke so ein bisschen dünner, dass ihr halt einfach ne, das entsprechend nutzen könnt. Und schon habt ihr Schnäbchen und könnt damit halt hervorragend essen, könnt damit Essen rauspicken, könnt damit umrühren, könnt damit, ne, wenn ihr am Braten seid, könnt ihr das bewegen, das gar gut, Sachen reinpacken, Sachen rauspacken und so weiter. Mit Stäbchen, ja, kann man alles machen und wirklich simpler als das wird es nicht in der Herstellung. Und es muss also nicht immer ein Löffel sein. Suppen löffeln wie mit einem Löffel kann man natürlich nicht, das ist ganz klar. Aber auch da, und das funktioniert hervorragend, könnt ihr mit Stäbchen die halt einfach den Inhalt der Suppe, sprich die festen Stücke rauspicken und essen und die Flüssigkeit trinken. Und schon habt ihr eure Suppe super gegessen. Und genau darum ging es mir, weil ich euch das ganz gerne zeigen wollte, dass es halt nicht immer ein Löffel sein muss. Das ist also wieder ein Teil meiner Basiswissenreihe, wo ich so kleine Tipps und Tricks und einfache Alternativen, einfache Möglichkeiten, was man einfach draußen alles tun kann und dass es nicht immer so und so sein muss, sondern dass es davon auch immer rechts und links viele, viele Alternativen gibt, die kein Deutsch schlechter sind, die auch Spaß machen, die super funktionieren,
und ja, schnell gemacht sind. Das soll es aber schon gewesen sein, denn viel mehr gibt es da letztendlich nicht zu erzählen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne ab in die Kommentare. Wenn ihr noch weitere Alternativen habt, die ihr gerne nutzt, ebenfalls gerne ab in die Kommentare. Vielleicht sind auch Sachen dran, an die ich dort selber noch nie gedacht habe. Also von daher gerne teilen in den Kommentaren. Und ja, einfach mal sagen, was macht ihr so, wenn ihr keinen Löffel macht? Womit esst ihr euer Essen, wenn ihr nicht gerade einen Löffel mitnehmt? Das könnt ihr natürlich auch machen. Ich weiß, es wird mindestens ein schlauer Kommentar kommen, der sagt so, oh, ich nehme meinen Löffel einfach mit, da muss ich gar nichts schnitzen. Ja, backt den Eis. Das ist super, auch für all die Leute, die es interessiert, die halt gerne was schnitzen und die den Löffel nicht mitnehmen möchten und dann einfach gerne oder vergessen haben, was mir sehr, sehr oft passiert. Mittlerweile nehme ich schon absichtlich keinen mehr mit, weil ich den so oft vergesse. Für diejenigen soll das einfach eine Anregung sein. In diesem Sinne, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie gesagt, ab in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.